Revier du Loup, da bin ich. Nui. Bin wieder bei Walmart aufgewacht, 200 Kilometer von Quebec entfernt, ist jetzt kurz vor 9 und ich wach gerade auf neben dem Hawaiian-Punsch. Die en rose n'aurait pas été si rose. Les marins du port auraient chanté autre chose. Les feuilles d'automne seraient restées à terre. Et la bohème nous aurait semblé austère. Tu n'étais pas là, je t'aurais inventé. Et tous tes accents cherchés, scutés. Je serais tous tes argots, voile ou créole. Tous les sons du vent dans tes jupes qui volent. Le monde n'aurait pas tourné à l'envers. J'ai besoin de tes mots, toi la langue belle, la langue dont le cœur est un peu rebelle. Je n'aurais jamais voulu être un artiste et tous mes numéros auraient rimé triste. Je serais ta musique dans une ville éternelle qui, si tu n'étais pas là, serait. Das schätzt schon wieder meine Autos. Die jedenfalls genauso aus wie meiner, nur sauber und wahrscheinlich irgendwie weniger Beulen dran. Ich müsste so ein Ding nochmal finden, um ein paar Ersatzteile rauszuholen. Mir fehlen so ein paar Teile. Wird wahrscheinlich nicht der sein. Je n'aurais jamais pu écrire ces vers. J'ai besoin de tes mots. Toi la langue belle, la langue dont le cœur est un peu rebelle. Also ich muss ja sagen, das ist echt gerade ziemlich kalt, sobald die Sonne untergeht und ich mich nicht wirklich viel bewege. Yeah, that's a proper camping car. Im Auto ist eh zu kalt, hier draußen ist noch kälter. Jetzt gehe ich in einen warmen Laden rein. Wieder eine Nacht bei Walmart geschlafen. 10 Uhr, ich bin irgendwo am St. Lorenz-Strom, weiß nicht genau, wie die Stadt hier heißt. Irgendwas Französisches halt. Ich fahre jetzt irgendwo nett ans Wasser und gehe da frühstücken. Wetter ist eigentlich ganz optimal. Sonne, blauer Himmel, angenehm frisch. T'es vieux. Quand tu les traites d'enfant roi. Frühstück auf dem Parkplatz, Blumenkohl mit Spinat, Quinoa und roten Linsen und noch einem Champignon. Des vieux, quand tu méprises leur vie, leur droit. Des vieux. Ich habe hier gerade 2 Stunden verbracht, wollte eigentlich auf den Turm darauf, der ist jetzt gerade zu. Hab mir gerade die Haare gewaschen auf dem Klo, voll geil, warmes Wasser. Das habe ich jetzt hier alles gesehen, es war nett, aber jetzt geht's weiter. So, ich muss mal gucken, wo ich heute lande. Aber bis jetzt gefällt's, nette Ecke, nette Leute. Quand tu leur caches la vérité, quand tu refuses de négocier, t'es vieux. Quand tu bafoues leur liberté, t'es vieux. Quand tu manques de sincérité, t'es vieux. Au nom de la démocratie qui tourne autour de ton nombril. Das ist doch ein herrlicher Ort, um mein neues Buch anzufangen. Ich bin gespannt wie Bolle, ob das auch so toll wird wie das erste. Echt eine nette Ecke. Gaspé Peninsula. 2 oder 3 Stunden östlich von Quebec City. Echt nett. Guck mal. Je n'ai jamais été aussi fier de cette brillante génération. Hier hinter mir irgendwo liegt die Empress of Ireland, ein Schiff, das vor 103 Jahren gesunken ist, über 1000 Todesopfer gefordert hat. Qui me fait rêver les yeux ouverts, unis pour la révolution. Tu peux garder ta muselière. Das ist ja gerade genau mein Wetter. Blauer Himmel, Sonne,
angenehm frisch. Ich renne immer noch in kurzer Hose, T-Shirt und Flipflops rum, bin aber auch der Einzige seit ein paar Tagen. Das ist gerade echt perfekt. Ich werde mir jetzt noch einen Tee machen und mein Buch weiterlesen und einfach noch mal ein bisschen den Nachmittag genießen. Tu joues à l'indifférence, t'es vieux. Quand tu épuises ta patience sur eux. Ich saß hier gerade 2 Stunden direkt am Wasser, weil ich hier Stromanschluss habe. Ich habe gerade meinen Blog zu Ende geschrieben. Ich muss jetzt nur mal gucken, wo ich schlafe. Langsam wird es frisch und feucht. Aber ein netter Spot. Ich bin, glaube ich, jetzt seit 5 Stunden hier. Quasi in dem Umkreis von 500 Metern. Oh, hab jetzt gerade noch was gegessen, mach mir noch einen Tee für den Weg und düste dann gleich ganz entspannt ab, irgendwie 75 Kilometer bis zum nächsten Walmart. Soweit ich das gesehen habe, sogar der letzte erstmal auf der Halbinsel. Mal gucken, wo ich dann morgen schlafe, aber es gibt ja immer genug Plätze. Ist jetzt 20 Uhr, Stunde fahren und dann reicht's auch heute. Dann bin ich eigentlich durch, aber hatte einen schönen Tag. War nett, echt schön angenehm heute. Quand tu te moques de leur enfance, quand tu abuses de ta puissance, t'es vieux. Quand tu renonces au printemps. Ja, bin jetzt gerade am Wasser. Es ist hier sehr windig und ein bisschen frisch. Ich habe mir jetzt ein Vlies angezogen. Ja, morgens 11:15 Uhr, mache mir gerade den letzten Blumenkohl zum Frühstück. Hoffe, dass ich irgendwo in dieser rauen See mal einen Wal sehe, das wäre nämlich quite nice. Dann gibt's einen Tee und dann gehe ich kurz einkaufen und dann düse ich weiter. Wetter hält sich, ich bin zufrieden. Könnte schon mal sein. Könnte schneien. T'es vieux, quand tu ne vis plus au présent. T'es vieux, quand tu ne fais plus la différence entre les bons et les méchants. Je n'ai jamais été aussi fier de cette brillante génération. Aus irgendeinem Grund habe ich heute ein bisschen Kopfschmerzen und fühle mich nicht so toll. Ich habe gerade einen Kaffee getrunken, stehe hier irgendwo an so einem schönen Aussichtspunkt. Aber nett, nette Gegend hier. Windstill, relativ warm. Ich bin müde. Qui me fait rêver les yeux ouverts, unis pour la révolution. Tu peux garder ta muselière, ta loi honteuse et bonne amière. Même si tu nous fais vivre l'enfer, tu ne pourras jamais nous faire taire. Il nous reste un pays à faire, même si on doit partir en guerre, sortir un jour de la misère. Jetzt hier eine Ampel mitten im Nirgendwo, weil hier eine Baustelle hingezogen haben. Ich habe jetzt glaube ich noch so 20, 30 Kilometer vor mir, versuche eine Library zu finden. Samstag Nachmittag 16 Uhr. Wird schwierig. Plus jamais revenir en arrière. Je n'ai jamais été aussi fier de cette brillante génération qui fait les choses à sa manière. Le temps leur donnera raison. Peut-être aux prochaines élections. Ah, wieder mal eine hübsche Ecke hier. Ja, der Campingplatz hat leider schon geschlossen. Bisschen schade. Ich muss jetzt mal sehen, wo ich hinfahre. Wahrscheinlich noch weiter, tatsächlich bis kurz vor Gaspé. Das sind noch so 160 Kilometer von hier. Ich weiß es noch nicht. Ich würde gerne noch irgendwo duschen. Weiß noch nicht, wo ich schlafe. Es gibt ja irgendwie keinen Walmart um die Ecke. Beim letzten war ich heute letzte Nacht und der nächste ist irgendwie nochmal so 400-500 Kilometer entfernt. Na, ich bin gespannt. Ich meine, ich kann überall stehen, aber kurz waschen wäre nett. Ja, und hab ein Essen, mal gucken. Blumenkohl ist zum Glück alle, habe ich jetzt 3 Tage Blumenkohl gegessen und Spinat habe ich noch. Ich habe noch ein paar Pilze, ich habe wohl noch irgendwas eingekauft, Fenchel habe ich noch. Lauter gesundes Zeug und Schokolade. Jamais été aussi fier.
Na, ich habe doch noch einen anderen Campingplatz gefunden, nämlich genau den im Nationalpark. Ich habe mich einfach hier quasi vor das Klohaus gestellt, auf dem Parkplatz, war duschen. Es ist jetzt 10:45. Plan ist tatsächlich gegen 6:30 oder so aufzustehen, kurz frisch machen und abzudüsen. Ab 8 Uhr ist da jemand. Und ich habe halt eine gute Ausrede, wenn ich irgendwie gefragt werde, weil als ich ankam, war echt niemand da. Ich stehe ja nicht mal auf irgendeinem Platz. Ich stehe tatsächlich einfach auf dem Parkplatz hier vom Waschhaus. Oh, und ich gehe jetzt ins Bett, ne? Bonne nuit. Hey, die haben hier ein Boot für $300. Müssen wir das kaufen? Wird noch ins Auto passen.